Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Odyssey. Wir sind hier in Phokis schon am Janos-Treff. Und wir nehmen erstmal die Quest hier vorne an. Mannschaft gesucht und gucken mal, was es so gibt. Hallo Freunde. Oder war Mannschaft gesucht das Ding? Scheiß drauf. Scheiß auf sie alle. Die sagt mir irgendwas. Seeleute. Piraten? Was ist dein Problem? Was ist nicht mein verfluchtes Problem? Das Orakel zum einen, die See zum anderen, von meiner Mannschaft ganz zu schweigen. Du hast mit dem Orakel zu tun? Du bist weit weg von Delphi. Hatte zu tun. Und womit ich zu tun habe, geht dich nichts an. Ich brauche keine Söldnerin. Wenn überhaupt, dann brauche ich Götter. Okay, bin einer vielleicht? Ich bin das nächstbeste. Oh, eine lebende Göttin? Du kannst dich verkaufen, das lasse ich dir. Naja. Also, wer bist du? Ich bin Gelon von der Heizahn. Die Heizahn ist dein Boot? Sehe ich aus wie ein verfluchtes Fischersweib? Ich führe ein Schiff, kein Boot. Pass auf, was du sagst. Ich wollte nur sehen, ob du Hilfe brauchst. Du kannst mich mal, ich habe nicht drum gebeten. Weißt du was? Du mich auch. Hör mal. Tut mir leid, war ein harter Tag. Ich habe meine Geschäfte mit dem Orakel beendet und sollte mein Schiff hier treffen. Aber von dem fehlt jede Spur und ich bin seit letzter Nacht hier. Du hast Orakel befragt. Also du hast das Orakel befragt? Die? Von wegen. Eher würde ich den Wind aus meinem Arsch befragen. Warum weißt du sonst dort? Rein geschäftlich. Ich schätze, ich kann es dir verraten. Sie sagt mir, woher die Pilger kommen. Dann sorge ich für ihren Transport und wir teilen die Einnahmen. So läuft das. So, du willst mir also sagen, das Orakel hätte eine göttliche Eingebung, von woher die Pilger anreisen werden? Ha, nein, verdammt! Sie fragt die Gläubigen, wie voll ihre Häfen sind und sagt es mir. Ganz einfach. Hast du hier Geschäfte zu tun? In Phokis zu tun? Ich mache überall Geschäfte. Aber im Moment suche ich nur nach meinem Schiff. Wo ist die Heizahn? Also, wo ist die Heizahn? Ich wäre nicht hier, wenn ich es wüsste, oder nicht? Also gut, ich drücke es anders aus. Wo sollte die Mannschaft jetzt sein? Nun, ich schickte die kleine Giki fort. Pilger laufen im seichten Wasser oft auf und wir helfen sozusagen. Oh. Die Kleine? Ja, die beste Hilfe, die ich je hatte. Und mehr. Finde mein Schiff und meine Giki, ja? Ich bezahle dich. Okay. Ich finde heraus, was geschehen ist und bring sie her. Wo können sie denn sein? Ich dachte gerade, es wird nur mehr Zeit weggeguckt. Der Osten ist ein gutes Revier für uns. Man kann ganz leicht reiche Pilger in eine Bucht locken. Da war ich doch schon. Ihr seid Piraten. Und wenn es so wäre? Ich bin die Piratin, die dich bezahlt. Und ich bin nicht immer Piratin. Nur in meiner Freizeit. Oh, Freizeit? Bist du sicher, dass die Mannschaft nicht gemeutert und dich verlassen hat? Nicht, wenn meine Giki am Ruder steht. Und sie haben den letzten Anteil noch nicht bekommen. Sie würden nicht ohne Bezahlung. Und hat sie gesagt abhauen. Südwesten? Wir haben Südosten. Beschreib mir Giki. Sie ist wunderschön. Daran besteht kein Zweifel. Küsst wie der Sommer. Schon vom ersten Moment an war es um mich geschehen. Das hilft nicht. Ja, gut, gut. Sie hat rabenschwarzes Haar und ein teures Armband, das ich ihr gab. Sie legt es unter keinen Umständen ab. Okay. Ich finde sie und komme so schnell es geht zurück. Mannschaft gesucht. Geh hier in das Schiff, heilige Herr, östlich des Bulles. Hm. Ja, sieht schlecht aus, da war ich doch schon. Also ich glaube, wenn ich da jetzt nochmal hingehe, dann tauche ich da und dann sehe ich die. Das ist die Heizung. Oder das, was davon übrig ist. Die Kurs ist nicht verfügbar. Ja, wieso nicht? Schiff! Bereit!
Okay, jetzt muss ich erstmal entern. Ich find's gut, dass ich mein Schiff hier perfekt gelassen habe, dass ich hier schnell hinporten konnte. Okay, das ging extrem schnell. Das hat er hinter sich, würde ich sagen. Wir haben gelootet und ja. Kann ich ein bisschen rückwärts rudern eigentlich? Okay, so schlimm finde ich die Shanties auch nicht, aber ich finde halt die... Also klassische englische Shanties oder sowas aus den alten Teilen besser als das, was jetzt... Meine Güte, ich hasse Haie im Wasser zu bekämpfen. Also klar, macht natürlich auch keinen Sinn, im Wasser zu kämpfen. Aber trotzdem... Oh Gott, das sind sogar zwei... Was ist das hier? Ah, okay, ich kann hier auch noch Sachen machen. Handelsch, okay, das hat doch trotzdem noch einen Tag Ablaufding. Aber das wollte ich eigentlich nur wissen, was das ist. Also es gibt da anscheinend noch eine Anschlagtafel für Seemissionen, die ich an meinem Schiff habe. Okay. Ich kannte ja vorher nicht. Liegen überall Leichenteile? Ja, geil. Vollkommen zerfetzt. Wahrscheinlich können wir den gleich mitnehmen und sagen, hey, hast du Bock mit uns zu chillen? Und dann sagst du so, nein. Beziehungsweise, nein, eigentlich würde man es ja nicht sagen. Eigentlich müsste dir dann sagen, nee, oder... Oder du fragst, hast du Bock mit uns zu chillen? Und dann sagt sie so, ja. Und dann sagst du so, ja, aber kein Bock auf dich, verpiss dich. Die Ladezeiten können ein bisschen schneller sein, tatsächlich. Ah, da unten war Gelon. Was auch immer für ein komischer Name das ist. Oh. Warum seid ihr so traurig? Ja, du bist ein feiner Hundi. Dein Schiff. Und? Jetzt komm schon, wo ist es? Wo ist meine Geeky? Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll. Meine Güte. Zeus könnte ganz Athen schwängern in der Zeit, die du brauchst, um den Mund aufzukriegen. Wo sind sie? Tot. Sie sind tot, klar. Und dein Schiff ist gesunken. Oh, meine Geeky. Ich habe nur ihr Armband gefunden. Geeky. Dann bin ich wohl keine Schiffsführerin mehr. Ohne Schiff keine Schiffsführerin. Könntest meiner Besatzung bei mir noch chillen. Platz für dich. Es ist nicht dasselbe wie ein eigenes Schiff, aber du wärst Teil der Familie. Nun, ich wäre lieber wieder auf See als hier bei diesen frommen Idioten. Abgemacht. Aber nur bis ich wieder auf eigenen Beinen stehe. Natürlich. Nun, wo ist dein Boot? Bei Geeky. Sie heißt Adrastea. Wenn du es sagst, Schiffsführerin. Ja, also das Schiff ist da, wo dein Schiff ist. Hochseegürtel, Gelon. Ist sie gut? Junge, dieser kompletter Schmutz. Kann ich dich direkt wieder rausschmeißen? Okay, mal gesucht. Haben wir gemacht. Das sind irgendwelche Daily Quests. Das Anschlagbrett sind ja auch irgendwelche Daily Quests.
Keiner, was das ist? Ist das ein random Anführer? So, was haben wir denn in diesem Ort zu tun alles? Unentdeckter Anführer? Ich meine, den können die auch töten. Warum nicht? Okay, so gut wirkt er jetzt auch nicht. Soll ich einfach umholzen? Okay, das war's mit der Startstärke. Gästehaus. Bist du gut? Wir haben es erfahren. Bist du irgendwie relevant? Ne, du hast nur einmal ein bisschen mehr Schaden. Was auch immer hier wieder markiert wird, irgendein Quatsch. Naja, nicht um mehr, Freund. Wir durchholzen. Er tötet einfach random Zivilisten. Genau das ist unser Ziel, Cassandra. Ne, ich möchte ihn gerne looten. Hallo. Meine Güte. Oh, der hat sich eine. Das ist ja cool. Der holt sich tatsächlich eine Waffe. Das tat bestimmt weh. So. Erstmal hier alles ausrotten und ausräumen. Hier ist der Schatz, den ich haben will. Phyrigischer Helm, nice. Wo ist der zweite Schatz? Okay, da hinten. Also man kann jetzt fast stealthen, aber irgendwie gefühlt bringt einem das fast gar nichts. Gefühlt will das Spiel, dass du einfach all in gehst. Also wir haben einfach random Anführer getötet, weil warum nicht? Ich glaube hier vorne dürfte irgendwie so eine Kampfschule oder sowas sein. Das da meine ich, glaube ich. Ja, ich weiß nicht, Kampfschule, ob Kampfschule das richtige Wort ist, ich glaube nicht. Vielleicht ist das so ein Gladiatoren-Trainingsding. Aber auf jeden Fall müsste da was sein. Diebstahl, Junge, verpisst euch. Wollt ihr mit mir kämpfen, Freunde? Ich glaube, hier habe ich dann aufgehört. Also hier kann ich mich erinnern, dass ich das hier irgendwie gemacht habe. Da habe ich irgendwie aufgehört, dann nochmal angefangen und irgendwie ihr Gymnasium. Ja, Gymnasion. Sicher, dass ich das mache, Freund? Au! Bist du irgendwie interessant? Nein! Atropos, die Halbseidene, die war doch vor Level 13, die ist auch stärker geworden oder was? Wahrscheinlich können die leveln, wenn die mich töten oder so.
Also sie ist schon wieder... Oh Gott. Blöd, dass die Waffe so langsam ist und dass der auch schon wieder direkt neben mir gespawnt ist. Also mache ich halt wenigstens schon mal richtig Schaden. Okay, da habe ich nicht. Ich habe nicht geguckt, ob ich die vielleicht hätte mitnehmen können. Egal. Schwund ist überall. Also mit der Waffe kann ich mich nicht anfreunden. Die macht einfach zu wenig Schaden und sowie zu langsam. Okay, gut, hier sind die Gegner auch ein bisschen höher als die Waffe vom Level her, deshalb wahrscheinlich. Wir können ja mal gucken, was wir kurz im Inventar haben. Erstmal haben wir hier einen neuen Bogen, der auf jeden Fall besser ist, das heißt, wir benutzen den schon mal. Du bist Schmutz, du bist Schmutz. Dann haben wir hier einen Helm. Okay, wir haben eine ganze Menge Helme. Finde ich alle nicht so spannend. Ich glaube, den nehme ich, weil da habe ich einfach viel weniger, also nicht so wenig. Weniger, nicht so viel weniger Schaden. Ja, und den Rest kann ich dann einfach wegschmeißen. Weil 11 Rüstung ist besser als 3 Schaden und hier ist halt 17 Schaden oder Attentat. Fühle ich nicht so. Hier haben wir das hier, mal Jägerschaden hoch, aber Kriegerschaden hat 20 drin sein. Das will ich eigentlich auch nicht. Schade. Na, dieses Röckchen kann weg. Das Röckchen kann auch weg. Und Schüchen haben wir auch eine ganze Menge neue. Okay, ich glaube, ich gehe hier auf den Kriegerschaden, weil der halt sonst auch ziemlich gut ist. Aber das Attentat wieder gesunken, ne? Ja. Naja. Ich glaube, die hatte ich vorher, ne? 270 ist ja runter. Schwierig, schwierig, aber gut. Wir haben hier noch Quatsch. Das hier bei der Schlangenschlucht. Egal, wir haben Söldner getötet. Die irgendwie ein Rang vor uns war. Also es kann auch sein, dass es einfach unbegrenzt Söldner gibt, weil irgendwie gefühlt sind diese Ränge ja immer leer und weiß ich auch nicht. Wir können auch mal zum Haus des Anführers gehen. Und das machen. Ansonsten hätte ich sonst auch nicht mehr in diesem Part vor. Dann haben wir diesen Part einfach gefühlt Fokus von Sparta befreit. Nur noch sind 240 Metern da, irgendein Ort. Sehe ich den hier auch? Naja, ist außerhalb des Gebietes, was ich eigentlich machen wollte. Würde ich sagen, töten wir das Anführerhaus noch und im nächsten Part machen wir dann weiter mit der Hauptquest. Und gucken mal, was es hier so Schönes gibt. Oder wir hören jetzt auf, weil das könnte ja auch ein bisschen länger dauern mit den ganzen Leuten. Ja, dann würde ich sagen, hören wir jetzt einfach auf, machen wir im nächsten Part das, das und fangen schon mal hier mit dem heiligen Land des Apollon an. Okay, Tal der Schlange. Dann wird wahrscheinlich hier irgendwo im Tal dann das Ding sein. Ist auch wieder Focus, ne? Und hier oben, Tal der Nymphe und Berg Parnas. Was bist du? Warum sehe ich dich? Io, Kaste der Drachen heute. Ich habe keine Ahnung, ich habe wahrscheinlich schon irgendwo mal gesehen, aber warum ist er jetzt da oben? Also warum wird der mir markiert, wenn ich den gefühlt gar nicht kenne? Na egal. Ich würde sagen, ich hoffe, Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.